Die Karibikinsel Kuba, 150 Kilometer südlich von Florida. Bis Ende der 50er Jahre war sie eine Art Kolonie der Nordamerikaner. US-Unternehmen machten hier reichlich Profit und stützten ein Regime, das sich auf Kosten vieler Kubaner bereicherte. Doch seit 1959 wandelt sich das Las Vegas der Karibik in ein sozialistisches System. Nachdem Fidel Castros Rote Revolution den Diktator Batista gestürzt hat, will er mit Hilfe der Sowjets aufrüsten. Denn die USA wollen Castros Herrschaft notfalls mit Gewalt beenden. Auf Kuba herrscht Angst vor einer US-Invasion. Die andere Insel, die eine Großmacht provoziert, liegt mitten in Europa. Der Sowjetunion ist der westliche Teil Berlins ein Dorn im Auge. Das Schaufenster der freien Welt im Machtbereich des Sozialismus, mitten in der DDR. Die Menschen hier können sich beschützt fühlen, weil die westlichen Siegermächte in der geteilten Stadt präsent sind. Doch Moskau will die Westmächte und ihr Militär aus der Stadt herausdrängen, um mehr Macht über ganz Berlin zu gewinnen. Ein Jahr nach dem Mauerbau stehen die Zeichen erneut auf Konfrontation. Im Oktober 62 verbindet beide Inseln die Angst vor dem Atomkrieg. Die Krise beginnt in 20 Kilometern Höhe. Ein US-Aufklärungsflugzeug auf dem Weg nach Kuba. Tausende Fotos entstehen an jenem 14. Oktober 1962. Sie zeigen Stellungen für sowjetische Atomraketen. Längst hegt man im Weißen Haus einen Verdacht, doch der US-Präsident will Beweise. Während die Fotos ausgewertet werden, empfängt John F. Kennedy einen Staatsgast im Weißen Haus. Das junge Staatsoberhaupt gibt vielen Amerikanern neue Hoffnung. Doch seine Gegner werfen ihm vor, er zeige gegenüber Moskau und Havanna zu wenig Härte. Am nächsten Morgen werden dem Präsidenten die Fotos vorgelegt. Für Kennedy und seinen Beraterstab bedrohen die Raketen nicht nur die Vereinigten Staaten. Das internationale militärische Gleichgewicht war gestört, wenn die Sowjetunion über Raketen verfügten, die binnen weniger Minuten Ziele in den USA erreichen konnten. Es ist eine der größten militärischen Geheimoperationen der Geschichte. Hunderte sowjetische Frachtschiffe bringen Rüstungsgüter und Raketen nach Kuba. Lange unentdeckt. Die Operation erfolgte unter größter Geheimhaltung. Es gab weder offenen Schrift- oder Funkverkehr noch Telefongespräche. Nur persönliche Zusammenkünfte. Auf mehreren Routen transportieren die Sowjets seit Juni 62 mit ihren Schiffen Panzer, Flugzeug- und Raketenteile sowie mehr als 40.000 Soldaten nach Kuba. Alles soll nach technischer Hilfe aussehen für Landwirtschaft und Industrie. Der Westdeutsche Bundesnachrichtendienst hat Kundschafter vor Ort, die nächtliche Transporte beobachten. In einem BND-Dokument vom August 62 heißt es: Sowjetische Raketenbasen vor der Küste Nordamerikas zählen wohl zu den gefährlichsten militärischen Bedrohungen, denen sich die Vereinigten Staaten je gegenübersahen. Washington will zunächst nicht wahrhaben, dass Kuba atomar aufgerüstet wird. Unsere Raketen dort hatten eine Sprengkraft von bis zu 2,5 Megatonnen. Ein einziger Atomsprengkopf, die 150-fache Stärke einer Hiroshima-Bombe. Wochen bevor US-Fotos den Aufbau der Raketen endgültig beweisen, warnt der BND schon vor möglichen Folgen. Wenn Kennedy auf Kuba eingreife,
komme es womöglich zu einem sowjetischen Übergriff auf Berlin. Blieben dagegen die Raketen, wäre Washington künftig in der Berlin-Frage erpressbar. Nikita Chruschtschow hat vor kurzem den ersten Menschen ins Weltall geschickt, Juri Gagarin. Der Kreml-Chef will aufholen im Wettlauf um die besseren und stärkeren Raketen. Bisher haben die USA eine klare nukleare Übermacht. Mit der Stationierung von Sowjetraketen auf Kuba soll sich das ändern. Was ist das denn schon Besonderes? Die Amerikaner haben unser ganzes Land mit Raketen umzingelt. Ihre Raketen sind in der Türkei, in Italien, in England. Warum können wir nicht das Gleiche tun? In den Jahren zuvor haben die USA bei ihren Verbündeten weltweit Atomraketen stationiert, wie die Jupiter in der Türkei, direkt an den Grenzen zur UdSSR. Die Antwort darauf sollen sowjetische Mittel- und Langstreckenraketen auf Castros Insel sein. Mit ihnen wird sich die Rüstungsspirale weiterdrehen. In der Zeit des sogenannten Kalten Krieges ist die Welt in zwei Blöcke geteilt, West und Ost. Große Militärbündnisse stehen einander gegenüber, die NATO mit der Vormacht USA und der Warschauer Pakt unter der Führung der Sowjetunion. Die Konfrontation der beiden Blöcke wird vor allem in Europa spürbar, wo beide Seiten über riesige Mengen an konventionellen und nuklearen Waffen verfügen. Der Warschauer Pakt hat eine Übermacht bei Panzern, Flugzeugen und Soldaten. Er kann schnell Nachschub aus der Sowjetunion heranführen. Deshalb setzt der Westen vor allem auf nukleare Abschreckung, die von den USA garantiert wird. Bei den Interkontinentalraketen sind die US-Streitkräfte um ein Vierfaches überlegen. Bei den strategischen Fernbombern um ein Fünffaches. Die USA drohen, diese Streitmacht notfalls auch bei einem konventionellen Angriff des Warschauer Pakts einzusetzen. Zum Schutz Westeuropas und auch Berlins. Doch wie wirksam ist der nukleare Schutzschild noch, wenn die Vereinigten Staaten von Kuba aus beschossen werden können? Die US-Regierung will die Waffen vor ihrer Haustür weghaben, noch bevor sie einsatzbereit sind. Moskau jedoch will nicht nur im Rüstungswettlauf aufholen, sondern auch seinen Juniorpartner Kuba vor den USA beschützen. Das Ganze war doch auch eine Frage der Glaubwürdigkeit als Großmacht. Wenn die Sowjetunion nicht in der Lage ist, ihre Verbündeten zu verteidigen, ist sie keine Großmacht mehr. Castro und seine Revolution werden von den USA bedroht. Die Mehrheit der Bevölkerung hat der Kommandante hinter sich. Doch auch er duldet keine Opposition, folgt seinem sozialistischen Kurs. Die Entfremdung von den USA kam in Etappen. Washington übt zunächst wirtschaftlichen Druck aus. Castro lässt daraufhin US-Unternehmen auf Kuba enteignen. Die USA verhängen Sanktionen und ein Wirtschaftsembargo. Kuba bekennt sich nun offen zum sozialistischen Weg und sucht den Beistand der Sowjetunion. Schon einmal gab es ein Landeunternehmen von kubanischen Castro-Gegnern mit Zustimmung der US-Regierung und Hilfe der CIA in der Schweinebucht. Es scheiterte. Danach begann die sowjetische Militärhilfe zunächst mit konventionellen Waffen. Das Castro-Regime rechnet weiterhin mit einer Invasion der USA. Washington lässt in der Karibik Manöver durchführen, als Drohung
oder Übung für den Ernstfall. Einen solchen Ernstfall sehen hochrangige US-Militärs nach der Entdeckung der Kuba-Raketen. Sie raten dem Präsidenten, so bald wie möglich loszuschlagen. Kennedy hat einen Krisenstab einberufen, der zunächst geheim darüber berät, wie die US-Regierung reagieren soll. Wenn wir auf Raketen direkt vor unserer Küste nicht wirksam reagiert hätten, würde in Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern sicher keiner glauben, dass wir gegen eine Bedrohung in Europa vorgehen, die so weit von uns entfernt ist. In Washington ist man sich einig, die Raketen müssen weg. Aber wie? Was soll geschehen, wenn Moskau nicht einlenkt? Die Stellungen auf Kuba angreifen mit der Bomberflotte? Was geschieht, wenn nicht alle Raketen dabei vernichtet werden? Bleibt dann nur die Invasion? Die Hardliner im Pentagon wollen reinen Tisch machen. Wenn Washington jetzt nicht Flagge zeige, gerate die Lage außer Kontrolle. So it was a very, very serious crisis. Es war sehr ernst. Und die Befürchtung war, wenn wir jetzt nicht reagieren, könnten die Sowjets dazu übergehen, auch in Europa den Druck zu erhöhen und im Falle einer Eskalation sogar militärisch gegen Berlin vorgehen. Immer wieder ist in Kennedys Krisenstab von der Insel in Europa die Rede. Seit 14 Monaten steht die Mauer. Was Kuba für die USA, ist West-Berlin für die Sowjetunion. Eine Provokation. Khrushchev will, dass die westlichen Schutzmächte aus der geteilten Stadt abziehen und droht immer wieder mit einer Abschnürung. Dies geschah zum ersten Mal während der Blockade 1948, als die Zufahrtswege zu den drei Westsektoren der Stadt von der Sowjetunion gesperrt wurden. Damals versorgten die USA West-Berlin durch eine Luftbrücke, bis die Blockade wieder aufgehoben wurde. Kennedy beharrte gegenüber Khrushchev stets auf drei Forderungen: Freiheit für die Bürger West-Berlins, freien Zugang und Verbleib der Westmächte. Die USA wollen diesen Anspruch notfalls mit allen militärischen Mitteln verteidigen. Khrushchev ist brüskiert, dann drohe der Atomkrieg. Im Oktober 1961 kommt es zu einer Machtprobe an der Sektorengrenze zwischen West- und Ost-Berlin. Amerikanische und sowjetische Panzer gehen am Übergang Checkpoint Charlie in Stellung. NATO und Warschauer Pakt geben Alarm. Nach geheimen Verhandlungen ziehen sich die Panzer wieder zurück. Das war ein sehr großes Risiko, dieser Druck der Sowjets auf West-Berlin. Sie haben es 1961 versucht. Und wir waren uns sicher, nach dem Aufbau der Kuba-Raketen würden sie es wieder versuchen. 1962 oder 63. 22. Oktober 1962. Der US-Präsident will sich um 7 Uhr abends an die Öffentlichkeit wenden. Angekündigt ist eine Rede von höchster nationaler Dringlichkeit. Eine Woche lang hat die US-Regierung ihr Wissen über die Raketen geheim gehalten. Die Welt blickt nach Washington. Good evening, my fellow citizens. Within the past week, unmistakable evidence has established. Zunächst berichtet Kennedy, was er seit einer Woche mit Sicherheit weiß. Auf Kuba werden sowjetische Atomraketen aufgestellt. Für die USA sind es offensive Waffen. Sollte sich die militärische Bedrohung für die westliche Welt weiter verschärfen,
seien weitere Maßnahmen gerechtfertigt. Er habe die Streitkräfte angewiesen, sich auf alle Möglichkeiten vorzubereiten. Das heißt zunächst Alarmstufe 3 für alle Waffengattungen, die vorletzte Stufe vor dem Kriegszustand. To halt this offensive build-up, a strict quarantine on all offensive military equipment. Um den Raketenaufbau zu stoppen, werde zunächst eine strikte Quarantäne über Kuba verhängt. Sowjetische Schiffe mit den offensiven Waffen an Bord würden gestoppt. Kennedy schließt seine Rede mit einem Appell an Chruschtschow. Er habe jetzt Gelegenheit, die Welt vor dem Abgrund der Zerstörung zurückzuholen, indem er die Waffen aus Kuba abzieht. Thank you and good night. Nach dieser Rede haben wir sofort alle Truppen in erhöhte Gefechtsbereitschaft versetzt, sowohl die kubanischen als auch die sowjetischen. Zur gleichen Zeit in Moskau. Der sowjetische Generalsekretär Chruschtschow lässt nach Ankündigung der Kennedy-Ansprache sofort die Parteispitze zusammenrufen. Es war schon gegen Mitternacht. Wir saßen immer noch da und warteten. Ich ging in den Empfangsraum, da war alles voller Militärs. Ich fragte Chruschtschows Referenten, was, gibt es etwa Krieg? Und er antwortete mir, das hängt von uns ab. Eine Seeblockade sei Piraterie, meint Chruschtschow. Nach Kennedys Rede brüllte er und redete sehr laut. Er war ziemlich aufgebracht. Doch Protokolle der Sitzungen im Kreml zeugen auch von ersten Zweifeln. Die Sache ist die, dass wir keinen Krieg auslösen wollen. Wir wollen abschrecken. Das Tragische ist, sie können angreifen und wir werden zurückschlagen. Das kann sich zu einem großen Krieg entwickeln. Längst stehen auf Kuba kleinere Atomwaffen bereit für den Fall einer Invasion. Es sind nukleare Gefechtsfeldwaffen wie die Luna, deren Atomsprengkopf tausende Angreifer vernichten kann. Die Amerikaner wussten nichts. Sie wussten nichts von diesen taktischen Raketen, die auf Kuba standen. Das war sehr gefährlich. Wenn der amerikanische Präsident dem Druck seiner Militärs nachgibt und einen Angriff beginnt, einen Angriff auf Kuba, dann würde eine Invasion von 250.000 Amerikanern mit einem Atomschlag gestoppt. Dann wären all die Amerikaner tot, ihre Schiffe versenkt. Was würde Kennedy dann tun? Er würde Kuba vernichten. Er würde seine eigenen Atomwaffen einsetzen. Aber was dann? Die USA informieren ihre Bündnispartner. Ein Sondergesandter Kennedys auf dem Weg zum Bundeskanzler. Die Bonner Republik liegt an der Nahtstelle der Blöcke. Der US-Präsident zeigt sich in einem Schreiben an Konrad Adenauer besorgt. Mich beschäftigt insbesondere der mögliche Zusammenhang dieses geheimen und gefährlichen Vorgehens mit der Lage in Deutschland und Berlin. Wir waren uns über die Motive Moskaus nicht im Klaren. Es war möglich, dass die Sowjets mit den Raketen auf Kuba von uns Zugeständnisse in West-Berlin erpressen wollten. Auch Adenauer sagt, die Raketen müssen weg. Aber wie? Wie vernichtet man solche Basen? Mit Gewalt? Das geht doch gar nicht anders. Jedenfalls nicht nachgeben. Das war Adenauers Einstellung. Der Bonner Kanzler vertritt eine Politik der Stärke gegenüber Moskau. Die USA hätten schon früher Castros Regime stürzen sollen. Die Raketen müsse man, falls die Blockade nicht greife, notfalls mit Gewalt beseitigen.
Man wusste ja gar nicht, was geschieht, wenn die sowjetischen Schiffe auf die amerikanischen treffen. Fliegen dann die Fetzen? Was passiert dann? Das war ja ungewiss. Das war ja alles also hochexplosiv. Die Machtprobe beginnt. Kennedys Armada geht in Position. 60 hochgerüstete Schiffe. Ein einziger Schuss könnte jetzt einen Krieg auslösen. Die Sowjetschiffe näherten sich der Quarantänelinie und es gab keinen Hinweis, dass sie nicht weiter Kurs auf Kuba halten würden. Für die US-Admiräle ist der Fall klar. Sollten sie versuchen, die Linie zu durchbrechen, mussten wir als Erste militärische Gewalt anwenden. Doch Kennedy behält sich den Befehl für jeglichen Waffeneinsatz vor, zum Ärger der Militärs. Unverdächtige Schiffe dürfen passieren. Moskau lässt im Gegenzug die Sowjetfrachter mit Waffen an Bord abdrehen. Ein Signal. Wir haben bewiesen, mit den Schiffen, vor denen ihr Angst habt, werden wir die Blockadelinie nicht durchbrechen. Kennedy hat das begriffen und seinerseits auch einen sowjetischen Öltanker passieren lassen. Ist damit das Risiko gemindert? Die Lage unter Kontrolle? Auch sowjetische U-Boote befinden sich in der Karibik. Khrushchev sagte, wenn die Amerikaner sich wie Piraten verhalten und versuchen, unsere Schiffe anzuhalten und zu durchsuchen, dann werde ich unseren U-Booten den Befehl geben, die US-Schiffe zu versenken. Die sowjetischen U-Boote sollen von US-Zerstörern zum Auftauchen gezwungen werden. Wenn ich nur 1 bis 2 Minuten später abgetaucht wäre, hätte uns das US-Schiff aufgeschlitzt. Das U-Boot wird in die Enge getrieben. Ein Selbstverteidigungsfall. Kommandant Schumkow hat 22 Torpedos an Bord. Was die US-Marine nicht weiß, einer der Torpedos hat einen nuklearen Sprengkopf. Ein Risiko, das niemand einkalkuliert hat. Heute wissen wir, dass der Kapitän des U-Bootes im Falle eines amerikanischen Angriffs das Recht hatte, alle Entscheidungen selbstständig zu treffen. Den Einsatz von Atomtorpedos inbegriffen. Ein einziger Knopfdruck hätte zur Katastrophe geführt. Weder wir noch die Amerikaner wollten diese Waffen einsetzen, aber in dieser gefährlichen Lage war es pure Selbstbeherrschung, dass es nicht zu einem Krieg kam. Auch ohne das Wissen um die tatsächlichen Gefahren herrscht in diesen Tagen Angst. Wir sorgten uns sehr um unsere Familien. Nach Präsident Kennedys Rede sagte ich zu meiner Frau, sie solle ein Überlebenspaket fertig machen. Decken, Medikamente und alles Mögliche solle sie ins Auto packen, Nachrichten hören und jederzeit bereit sein, loszufahren. In Moskau soll im Ernstfall die Metro als Atombunker dienen. Doch wie viele Menschen finden hier Platz? Ich stellte mir vor, dass in den ersten Minuten des Atomkrieges alles zerstört wird und dass man sich nirgendwo verstecken kann. Im Kreml ist man sich der Gefahr bewusst, dass die Lage außer Kontrolle geraten könnte. Zum ersten Mal zieht Khrushchev in Erwägung, die Raketen abzuziehen. Unter bestimmten Bedingungen. Im Protokoll der ZK-Sitzung vom 25. Oktober heißt es, dass die Amerikaner große Angst bekommen haben, daran besteht kein Zweifel. Kennedy sagt uns, wir sollten die Raketen abziehen. Wir antworten, dann gebt feste Garantien oder Versprechen, dass die USA Kuba nicht angreifen.
Chruschtschows Angebot lautet Abzug gegen eine Sicherheitsgarantie für Kuba. Doch wenig später legt er nach mit einer zweiten Botschaft. Er will nun auch den Abzug von US-Raketen aus der Türkei. In Washington ist man über diese zweite Forderung entsetzt. Soll man mit der Pistole auf der Brust einen NATO-Partner bloßstellen? Kennedy stand unter enormem Druck. Vor allem deshalb, weil die sowjetischen Raketen bald einsatzbereit sein würden. Sogar einflussreiche Kongressabgeordnete forderten ihn auf zu handeln. Und zwar schnell. Das Protokoll vom Treffen des US-Generalstabs vom 27. Oktober hält fest, dass die Militärs Vorkehrungen treffen, damit wir Sonntag oder Montag mit dem Angriff beginnen können. Das heißt, morgen oder übermorgen. Die strategische Luftflotte befindet sich in der höchsten Alarmstufe vor dem Kriegszustand. In Havanna rechnet man schon seit Tagen mit einem Militärschlag. Die kubanischen und sowjetischen Truppen beziehen Stellung. Patria o muerte, Vaterland oder Tod, lautet die Parole, die Castro immer wieder ausrufen lässt. Gleich am ersten Tag haben wir 170.000 Mann mobilisiert. Insgesamt lagen mehr als eine Viertelmillion Soldaten kampfbereit in den Schützengräben. Inzwischen sind die Mittelstreckenwaffen auf Kuba fast einsatzbereit. Auch wenn Chruschtschow sich den Einsatzbefehl strikt vorbehält, treffen Sowjetgeneräle auf Kuba eigene Vorkehrungen. Ohne einen Befehl aus Moskau abzuwarten, hat das sowjetische Oberkommando auf Kuba in der Nacht zum 26. Oktober die Atomsprengköpfe an die Regimenter heranfahren lassen. In Havanna erklärt Castro offiziell den Kriegszustand auf Kuba. Er trifft zu später Stunde den Sowjetbotschafter. Der Revolutionär ist in Rage und überzeugt davon, dass der Angriff der Amerikaner unmittelbar bevorsteht. Er schickt ein Telegramm an Chruschtschow und fordert, ihn auf zu handeln. Dass man Kuba schützen und notfalls die Raketen einsetzen müsse. Castro war also bereit, sein Land für den Sozialismus zu opfern. Wieder soll ein U-2-Aufklärungsflugzeug den Stand der Raketenstationierung erkunden. Doch gibt es weitreichende Flugabwehr auf Kuba unter sowjetischem Kommando. Plötzlich tauchte ein Ziel auf. Es war Ziel 33. Man gab das Kommando, abschießen. Der Abschuss des Flugzeuges erfolgt ohne Wissen des sowjetischen Oberbefehlshabers. Es ist der erste Schuss und der erste Tote der Krise. Ein US-Pilot. Ist das nur der Anfang? Die Hardliner im Krisenstab sprachen nun von einer konkreten Bedrohung. Die Zeit für diplomatische Bemühungen sei vorbei und die Blockade gescheitert, sodass allein ein Militärschlag der USA die Krise noch zu unseren Gunsten beenden konnte. In Berlin verfolgt man die Ereignisse in der Karibik in höchster Anspannung. Das Schöneberger Rathaus, Sitz des regierenden Bürgermeisters im Westen der Stadt. Willy Brandt lässt sich ständig über die internationale Lage informieren. Er fragt sich, was eine Eskalation auf Kuba für Berlin bedeuten könnte. Je nachdem, wie die Krise in Kuba und um Kuba verläuft, könnte es sein, dass die sowjetischen Streitkräfte vielleicht mit Hilfe der NVA versuchen, West-Berlin zu nehmen oder zu besetzen? Ist an eine Verteidigung der Stadt überhaupt zu denken? Wir haben gedacht, also wir sind hilflos
Wir sind Objekte. Es kann sein, dass das der Dritte Weltkrieg wird. Dann ist sowieso alles egal. Gibt es Vorkehrungen für den Notfall? Bei dieser Gelegenheit habe ich zum ersten Mal erfahren, dass für einen solchen Fall ein Bunker vorgesehen war. Und zwar am Fehrberliner Platz, der U-Bahnhof. Dort hätte sich der Senat zurückgezogen. Doch was hätte es genützt? Der Kanzler in Bonn versucht zu beruhigen. Die drei Westmächte und wir sind auf alle Fälle zum Schutze der Freiheit Berlins bereit. Die Krise in Kuba ist die gefährlichste Bedrohung des Weltfriedens seit 1945. Man kann nicht davon sprechen, dass eine Entspannung bereits eingetreten sei. Man kann nur erwarten und mit daran arbeiten, dass eines Tages doch eine Entspannung kommen wird. Und als wir dann erfuhren, was dort auf der Insel Kuba passiert ist, das brach schon eine Art kleine Panik aus. Mutter sagte zu Vater, bau im Keller ein Regal, wir wollen Lebensmittel einlagern. Und das erinnerte mich so ein bisschen an den Zweiten Weltkrieg. Und wir hatten langsam immer mehr Angst bekommen, dass die Amerikaner sich so sehr mit ihrer Kuba-Geschichte beschäftigen müssen, dass sie uns hier in Berlin mit unserer Mauer alleine lassen. Es wurde auch diskutiert, gibt es einen Krieg? Gibt es einen Atomkrieg? Es waren ja zwei Atommächte. Die sowjetischen Truppen und die Nationale Volksarmee der DDR sind in erhöhte Gefechtsbereitschaft versetzt. Das war ja knallhart. Man hatte ja gesagt, es geht der Dritte Weltkrieg los. Und man hatte ja auch mit diesem Ziel, obwohl man auch erst 22 war und die Zeitpunkt, sagen wir, vom Zweiten Weltkrieg war ja auch nicht mehr weit, ja, hatte das mal einen Hintergrund und dann sagen, geht das jetzt schon wieder los. Die Bundeswehr wird nicht in Gefechtsbereitschaft versetzt, um die Lage nicht zu verschärfen. Sorgen gibt es dennoch. Ich kann mich an einen Kameraden erinnern, der zu mir sagte, es kann doch nicht angehen, dass ich auf meinen Vetter schießen muss, von dem ich weiß, dass er in einem NVA-Regiment in der Nähe von Leipzig dient. Ein NATO-Manöver, Fallex 62, führte zu dem Schluss, die Bundeswehr ist als Bündnispartner nur bedingt abwehrbereit. Der Spiegel hat über schockierende Details berichtet. Die Adenauer-Regierung spricht von Landesverrat. Herausgeber Augstein und leitende Redakteure werden verhaftet. Es ist der Beginn der Spiegel-Affäre während der Kuba-Krise. Jedenfalls gab der Bericht ein Szenario des Schreckens wieder. Mit Nuklearkrieg, Millionen Toten und einem Vormarsch des Warschauer Pakts bis an den Rhein. In Washington ist die Frage der Bedrohung Westeuropas immer wieder ein Thema bei den Debatten um Kuba. Die Militärs dachten ja zu dieser Zeit, in ein oder zwei Tagen die Invasion auf Kuba starten zu können. Die meisten glaubten wirklich an eine Landung. Doch was hätte das bedeutet, Kuba mit der Bomberflotte und Invasionstruppen anzugreifen? Wenn die Amerikaner gewusst hätten, dass sie auf Truppen treffen, die mit taktischen Atomwaffen ausgerüstet sind, dann hätten sie sicherlich ihre Pläne geändert. Tatsächlich wissen die USA nichts von den nuklearen Kampfmitteln für das Gefechtsfeld. Eine gefährliche Ahnungslosigkeit vor einer möglichen Invasion. Denn die Schwelle für den Einsatz solcher Waffen liegt niedriger als bei den größeren Raketen. Wären solche Atomwaffen gegen die Vereinigten Staaten eingesetzt worden, dann hätten die Vereinigten Staaten mit Sicherheit auch Atomwaffen gegen die Sowjetunion und Kuba eingesetzt. Das hätte dann vielleicht auf einer taktischen Ebene begonnen. Aber eines ist doch klar, auf der nuklearen Rolltreppe geht es schnell nach oben. Zu den möglichen Szenarien zählt auch eine Eskalation in Europa. Es war ja klar, wenn es in Kuba eine Krise gibt,
Und eine harte Krise gibt, es kann auf Europa überschwappen. Und es könnte sein, dass nun Russland wieder den Hebel bei Berlin ansetzt. Eine Abriegelung und Besetzung Westberlins im Konfliktfall entspricht damals auch Planspielen der Sowjetarmee und der NVA. Ein Szenario für einen Krieg in der Mitte Europas zeigt die Karte des Manövers Burja von 1961. Nach dem gescheiterten Versuch der westlichen Verbündeten, zum blockierten Westberlin durchzubrechen, gehen östliche Truppenverbände in die Offensive. Sie dringen schnell auf westlichem Territorium vor, wo die Gegenwehr nur langsam in Gang kommt. Daraus entstünde eine Lage, in der beide Seiten nach konventionellen Angriffen auch taktische Kernwaffen einsetzen. Nach Schätzungen gäbe es binnen weniger Tage mehr als 2000 nukleare Detonationen in der Mitte Europas. Am Ende, so das Szenario des Warschauer Paktes, würden die westlichen Truppen bis weit nach Frankreich zurückgedrängt. Im Bonner Verteidigungsministerium gab es Befürworter für einen atomaren Erstschlag bei einem drohenden sowjetischen Angriff, um einen solchen Verlauf zu verhindern. In den Szenarien hätten neben den Bündnispartnern auch deutsche gegen deutsche Atomwaffen eingesetzt, in Ost und West. Wir haben dafür gekämpft, das wissen Sie, dass wir atomare Waffenträger kriegen, damit wir gleichrangig bewaffnet sind mit den anderen NATO-Streitkräften. Die Deutschen hätten zielen müssen und hätten auch fliegen müssen mit den Bomben. Ja. Die Deutschen hätten es natürlich dann abgeworfen. Ja. Sowohl NVA als auch Bundeswehr verfügten über Trägerwaffen, die im Kriegsfall mit taktischen Atomsprengköpfen ihrer Vormächte bestückt worden wären und unter deren Aufsicht zum Einsatz kommen sollten. Der in den Planspielen angenommene Kriegsverlauf hätte die Mitte Europas verwüstet. Doch dabei wäre es nicht geblieben. Denn beide Seiten hätten neben den taktischen bald auch strategische Nuklearwaffen zum Einsatz gebracht. Und das bedeutete Angriffe zur Verwüstung des sowjetischen und des amerikanischen Staatsgebiets. Und ziemlich bald hätten sich atomare Strahlung und Krieg über die ganze Welt ausgebreitet. Der US-Plan für den Atomschlag gegen die Sowjetunion sah für jede Stadt mit mehr als 50.000 Einwohnern mindestens einen nuklearen Angriff vor. Und etliche für die Millionenstadt Moskau. Khrushchev weiß, dass der Sowjetunion bei einem nuklearen Krieg die Vernichtung droht und dass sowjetische Raketen auch viele US-Städte zerstören würden. Am Morgen des 28. Oktober sagt er im Kreis seiner Berater: Wir befinden uns Auge in Auge mit der Gefahr eines Atomkriegs. Es ist möglich, dass die ganze Menschheit untergeht. Inzwischen hat er auch den Einsatz taktischer Atomwaffen auf Kuba kategorisch untersagt. Doch zu viel sei unkontrolliert geschehen, wie der Abschuss des US-Flugzeuges. Am Ende werde Kennedy womöglich von seinen Militärs zum Äußersten gedrängt. In diesen Tagen hatte man auch im Kreml verstanden, dass es in den USA nicht allein an Kennedy lag, welche Entscheidung er treffen würde. Auch die US-Öffentlichkeit setzte ihn unter Druck. Das lag daran, dass die amerikanische Bevölkerung diese Raketen als eine derartige Bedrohung ansah, dass sie zu einer Masse wurde, die nicht mehr zu steuern war. Man musste irgendetwas tun, und es gab nur eine Lösung. Man musste sich einigen. Kennedy wird auf Khrushchevs Forderung eingehen, Kuba künftig nicht mehr zu bedrohen oder anzugreifen.
Als der US-Präsident über geheime Kanäle auch noch in Aussicht stellt, die Raketen aus der Türkei abzuziehen, will Chruschtschow die Krise schnell entschärfen. Sofort soll seine Botschaft im Radio verlesen werden. Hier spricht Radio Moskau. Die sowjetische Regierung hat den Abbau der Waffen auf Kuba angeordnet, sowie deren Verschiffung in die Sowjetunion. Wir standen so nah am nuklearen Abgrund. Wir haben den Atomkrieg nicht durch kluges Management verhindert. Wir hatten Glück. Die Krise ist entschärft, doch die gegenseitige atomare Bedrohung bleibt. Versuche einer Bilanz. Wenn wir uns vor Augen führen, wie nahe wir an der Katastrophe gestanden haben, weiß ich meinen Vater wie auch Präsident Kennedy umso mehr zu schätzen. Ihnen war klar geworden, dass man einen Krieg mit atomaren Sprengköpfen und Atomraketen nicht führen darf. Die Lehre lautet, die unkontrollierbare Verknüpfung von menschlicher Fehlbarkeit und Atomwaffen kann ganze Nationen vernichten. Das Wettrüsten geht weiter, doch ist die Krise um Kuba und Berlin eine Zäsur. Die Supermächte wollen danach keinen Atomkrieg mehr riskieren. Sie setzen auf ein Gleichgewicht des Schreckens, doch Risiken bleiben. Am Ende des Kalten Krieges rüsten Ost und West ab. Doch längst sind auch andere Mächte im Besitz der Bombe oder greifen danach. Kommandante hinter sich, doch auch er duldet keine Opposition, folgt seinem sozialistischen Kurs. Die Entfremdung von den USA kam in Etappen. Washington übt zunächst wirtschaftlichen Druck aus. Castro lässt daraufhin US-Unternehmen auf Kuba enteignen. Die USA verhängen Sanktionen und ein Wirtschaftsembargo. Kuba bekennt sich nun offen zum sozialistischen Weg und sucht den Beistand der Sowjetunion. Schon einmal gab es ein Landeunternehmen von kubanischen Castro-Gegnern mit Zustimmung der US-Regierung und Hilfe der CIA in der Schweinebucht. Es scheiterte. Danach begann die sowjetische Militärhilfe zunächst mit konventionellen Waffen. Das Castro-Regime rechnet weiterhin mit einer Invasion der USA. Washington lässt in der Karibik Manöver durchführen, als Drohung oder Übung für den Ernstfall. Einen solchen Ernstfall sehen hochrangige US-Militärs nach der Entdeckung der Kuba-Raketen. Sie raten dem Präsidenten, so bald wie möglich loszuschlagen. Kennedy hat einen Krisenstab einberufen, der zunächst geheim darüber berät, wie die US-Regierung reagieren soll. Wenn wir auf Raketen direkt vor unserer Küste nicht wirksam reagiert hätten, würde in Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern sicher keiner glauben, dass wir gegen eine Bedrohung in Europa vorgehen, die so weit von uns entfernt ist. In Washington ist man sich einig, die Raketen müssen weg. Aber wie? Was soll geschehen, wenn Moskau nicht einlenkt? Die Stellungen auf Kuba angreifen mit der Bomberflotte? Was geschieht, wenn nicht alle Raketen dabei vernichtet werden? Bleibt dann nur die Invasion? Die Hardliner im Pentagon wollen reinen Tisch machen. Wenn Washington jetzt nicht Flagge zeige, gerate die Lage außer Kontrolle. Es war sehr ernst. Und die Befürchtung war, wenn wir jetzt nicht reagieren,
könnten die Sowjets dazu übergehen, auch in Europa den Druck zu erhöhen. Und im Falle einer Eskalation im Oktober hält fest, dass die Militärs Vorkehrungen treffen, damit wir Sonntag oder Montag mit dem Angriff beginnen können. Das heißt, morgen oder übermorgen. Die strategische Luftflotte befindet sich in der höchsten Alarmstufe vor dem Kriegszustand. In Havanna rechnet man schon seit Tagen mit einem Militärschlag. Die kubanischen und sowjetischen Truppen beziehen Stellung. Patria o muerte, Vaterland oder Tod, lautet die Parole, die Castro immer wieder ausrufen lässt. Mobilisamos. Gleich am ersten Tag haben wir 170.000 Mann mobilisiert. Insgesamt lagen mehr als eine Viertelmillion Soldaten kampfbereit in den Schützengräben. Inzwischen sind die Mittelstreckenwaffen auf Kuba fast einsatzbereit. Auch wenn Chruschtschow sich den Einsatzbefehl strikt vorbehält, treffen Sowjetgeneräle auf Kuba eigene Vorkehrungen. Ohne einen Befehl aus Moskau abzuwarten, hat das sowjetische Oberkommando auf Kuba in der Nacht zum 26. Oktober die Atomsprengköpfe an die Regimenter heranfahren lassen. In Havanna erklärt Castro offiziell den Kriegszustand auf Kuba. Er trifft zu später Stunde den Sowjetbotschafter. Der Revolutionär ist in Rage und überzeugt davon, dass der Angriff der Amerikaner unmittelbar bevorsteht. Er schickt ein Telegramm an Chruschtschow und fordert, ihn auf zu handeln. Dass man Kuba schützen und notfalls die Raketen einsetzen müsse. Castro war also bereit, sein Land für den Sozialismus zu opfern. Wieder soll ein U-2-Aufklärungsflugzeug den Stand der Raketenstationierung erkunden. Doch gibt es weitreichende Flugabwehr auf Kuba unter sowjetischem Kommando. Plötzlich tauchte ein Ziel auf. Es war Ziel 33. Man gab das Kommando: Abschießen. Der Abschuss des Flugzeuges erfolgt ohne Wissen des sowjetischen Oberbefehlshabers. Es ist der erste Schuss und der erste Tote der Krise. Ein US-Pilot. Ist das nur der Anfang? Die Hardliner im Krisenstab sprachen nun von einer konkreten Bedrohung. Die Zeit für diplomatische Bemühungen. Die Adenauer-Regierung spricht von Landesverrat. Herausgeber Augstein und leitende Redakteure werden verhaftet. Es ist der Beginn der Spiegel-Affäre während der Kuba-Krise. Jedenfalls gab der Bericht ein Szenario des Schreckens wieder. Mit Nuklearkrieg, Millionen Toten und einem Vormarsch des Warschauer Pakts bis an den Rhein. In Washington ist die Frage der Bedrohung Westeuropas immer wieder ein Thema bei den Debatten um Kuba. Die Militärs dachten ja zu dieser Zeit, in ein oder zwei Tagen die Invasion auf Kuba starten zu können. Die meisten glaubten wirklich an eine Landung. Doch was hätte das bedeutet, Kuba mit der Bomberflotte und Invasionstruppen anzugreifen? Wenn die Amerikaner gewusst hätten, dass sie auf Truppen treffen, die mit taktischen Atomwaffen ausgerüstet sind, dann hätten sie sicherlich ihre Pläne geändert. Tatsächlich wissen die USA nichts von den nuklearen Kampfmitteln für das Gefechtsfeld. Eine gefährliche Ahnungslosigkeit vor einer möglichen Invasion. Denn die Schwelle für den Einsatz solcher Waffen liegt niedriger als bei den größeren Raketen. Wären solche Atomwaffen gegen die Vereinigten Staaten eingesetzt worden, dann hätten die Vereinigten Staaten mit Sicherheit auch Atomwaffen gegen die Sowjetunion und Kuba eingesetzt. Das hätte dann vielleicht auf einer taktischen Ebene begonnen. Aber eines ist doch klar, auf der nuklearen Rolltreppe geht es schnell nach oben. Zu den möglichen Szenarien zählt auch eine Eskalation in Europa.
es war ja klar, wenn in Kuba eine Krise gibt und eine harte Krise gibt, es kann auf Europa überschwappen. Und es könnte sein, dass nun Russland wieder den Hebel bei Berlin ansetzt. Eine Abriegelung und Besetzung West-Berlins im Konfliktfall entspricht damals auch Planspielen der Sowjetarmee und der NVA. Ein Szenario für einen Krieg in der Mitte Europas zeigt die Karte des Manövers Burja von 1961. Nach dem gescheiterten Versuch der westlichen Verbündeten, zum blockierten West-Berlin durchzubrechen, gehen östliche Truppenverbände in die Offensive. Sie dringen schnell auf westlichem Territorium vor, wo die Gegenwehr nur langsam in Gang kommt. Daraus entstünde eine Lage, in der beide Seiten nach konventionellen Angriffen auch taktische Kernwaffen einsetzen. Nach Schätzungen gäbe es binnen weniger Tage über Raketen verfügten, die binnen weniger Minuten Ziele in den USA erreichen konnten. Es ist eine der größten militärischen Geheimoperationen der Geschichte. Hunderte sowjetische Frachtschiffe bringen Rüstungsgüter und Raketen nach Kuba. Lange unentdeckt. Die Operation erfolgte unter größter Geheimhaltung. Es gab weder offenen Schrift- oder Funkverkehr noch Telefongespräche. Nur persönliche Zusammenkünfte. Auf mehreren Routen transportieren die Sowjets seit Juni 1962 mit ihren Schiffen Panzer, Flugzeug- und Raketenteile sowie mehr als 40.000 Soldaten nach Kuba. Alles soll nach technischer Hilfe aussehen für Landwirtschaft und Industrie. Der Westdeutsche Bundesnachrichtendienst hat Kundschafter vor Ort, die nächtliche Transporte beobachten. In einem BND-Dokument vom August 1962 heißt es: Sowjetische Raketenbasen vor der Küste Nordamerikas zählen wohl zu den gefährlichsten militärischen Bedrohungen, denen sich die Vereinigten Staaten je gegenübersahen. Washington will zunächst nicht wahrhaben, dass Kuba atomar aufgerüstet wird. Unsere Raketen dort hatten eine Sprengkraft von bis zu 2,5 Megatonnen. Ein einziger Atomsprengkopf, die 150-fache Stärke einer Hiroshima-Bombe. Wochen bevor US-Fotos den Aufbau der Raketen endgültig beweisen, warnt der BND schon vor möglichen Folgen. Wenn Kennedy auf Kuba eingreife, komme es womöglich zu einem sowjetischen Übergriff auf Berlin. Blieben dagegen die Raketen, wäre Washington künftig in der Berlin-Frage erpressbar. Nikita Chruschtschow hat vor kurzem den ersten Menschen ins Weltall geschickt, Juri Gagarin. Der Kreml-Chef will aufholen im Wettlauf um die besseren und stärkeren Raketen. Bisher haben die USA eine klare nukleare Übermacht. Mit der Stationierung von Sowjetraketen auf Kuba soll sich das ändern. Was ist das denn schon Besonderes? Die Amerikaner haben unser ganzes Land mit Raketen umzingelt. Ihre Raketen sind in der Türkei, in Italien, in England. Wären solche Atomwaffen gegen die Vereinigten Staaten eingesetzt worden, dann hätten die Vereinigten Staaten mit Sicherheit auch Atomwaffen gegen die Sowjetunion und Kuba eingesetzt. Das hätte dann vielleicht auf einer taktischen Ebene begonnen. Aber eines ist doch klar, auf der nuklearen Rolltreppe geht es schnell nach oben. Zu den möglichen Szenarien zählt auch eine Eskalation in Europa. Es war ja klar, wenn in Kuba eine Krise gibt und eine harte Krise gibt, es kann auf Europa überschwappen. Und es könnte sein, dass nun Russland wieder den Hebel bei Berlin ansetzt. Eine Abriegelung und Besetzung West-Berlins im Konfliktfall entspricht damals auch Planspielen der Sowjetarmee und der NVA.
Ein Szenario für einen Krieg in der Mitte Europas zeigt die Karte des Manövers Burja von 1961. Nach dem gescheiterten Versuch der westlichen Verbündeten, zum blockierten West-Berlin durchzubrechen, gehen östliche Truppenverbände in die Offensive. Sie dringen schnell auf westlichem Territorium vor, wo die Gegenwehr nur langsam in Gang kommt. Daraus entstünde eine Lage, in der beide Seiten nach konventionellen Angriffen auch taktische Kernwaffen einsetzen. Nach Schätzungen gäbe es binnen weniger Tage mehr als 2000 nukleare Detonationen in der Mitte Europas. Am Ende, so das Szenario des Warschauer Paktes, würden die westlichen Truppen bis weit nach Frankreich zurückgedrängt. Im Bonner Verteidigungsministerium gab es Befürworter für einen atomaren Erstschlag bei einem drohenden sowjetischen Angriff, um einen solchen Verlauf zu verhindern. In den Szenarien hätten neben den Bündnispartnern auch deutsche gegen deutsche Atomwaffen eingesetzt, in Ost und West. Wir haben dafür gekämpft, das wissen Sie, dass wir atomare Waffenträger kriegen, damit wir gleichrangig bewaffnet sind mit den anderen NATO-Streitkräften. Die Deutschen hätten zielen müssen und hätten auch fliegen müssen mit den Bomben. Ja. Die Deutschen hätten es natürlich dann abgeworfen. Ja. Sowohl NVA als auch Bundeswehr verfügten über Trägerwaffen, die im Kriegsfall mit taktischen Atomsprengköpfen ihrer Vormächte bestückt worden wären und unter deren Aufsicht zum Einsatz kommen sollten. Der in den Planspielen angenommene Kriegsverlauf hätte die Mitte Europas verwüstet. Doch dabei wäre es nicht geblieben. Denn beide Seiten hätten neben den taktischen bald auch strategische Nuklearwaffen zum Einsatz gebracht. Und das bedeutete Angriffe zur Verwüstung. Ernst. Und die Befürchtung war, wenn wir jetzt nicht reagieren, könnten die Sowjets dazu übergehen, auch in Europa den Druck zu erhöhen und im Falle einer Eskalation sogar militärisch gegen Berlin vorgehen. Immer wieder ist in Kennedys Krisenstab von der Insel in Europa die Rede. Seit 14 Monaten steht die Mauer. Was Kuba für die USA, ist West-Berlin für die Sowjetunion. Eine Provokation. Khrushchev will, dass die westlichen Schutzmächte aus der geteilten Stadt abziehen und droht immer wieder mit einer Abschnürung. Dies geschah zum ersten Mal während der Blockade 1948, als die Zufahrtswege zu den drei Westsektoren der Stadt von der Sowjetunion gesperrt wurden. Damals versorgten die USA West-Berlin durch eine Luftbrücke, bis die Blockade wieder aufgehoben wurde. Kennedy beharrte gegenüber Khrushchev stets auf drei Forderungen: Freiheit für die Bürger West-Berlins, freien Zugang und Verbleib der Westmächte. Die USA wollen diesen Anspruch notfalls mit allen militärischen Mitteln verteidigen. Khrushchev ist brüskiert, dann drohe der Atomkrieg. Im Oktober 1961 kommt es zu einer Machtprobe an der Sektorengrenze zwischen West- und Ost-Berlin. Amerikanische und sowjetische Panzer gehen am Übergang Checkpoint Charlie in Stellung. NATO und Warschauer Pakt geben Alarm. Nach geheimen Verhandlungen ziehen sich die Panzer wieder zurück. Das war ein sehr großes Risiko, dieser Druck der Sowjets auf West-Berlin. Sie haben es 1961 versucht. Und wir waren uns sicher, nach dem Aufbau der Kuba-Raketen würden sie es wieder versuchen. 1962 oder 63. 22. Oktober 1962. Der US-Präsident will sich um 7 Uhr abends an die Öffentlichkeit wenden. Angekündigt ist eine Rede von höchster nationaler Dringlichkeit. Eine Woche lang hat die US-Regierung ihr Wissen über die Raketen geheim gehalten. Die Welt blickt nach Washington. Good evening, my fellow citizens. Within the past week,
Zunächst berichtet Kennedy, was er seit einer Woche mit Sicherheit weiß. Die andere Insel, die eine Großmacht provoziert, liegt mitten in Europa. Der Sowjetunion ist der westliche Teil Berlins ein Dorn im Auge. Das Schaufenster der freien Welt im Machtbereich des Sozialismus, mitten in der DDR. Die Menschen hier können sich beschützt fühlen, weil die westlichen Siegermächte in der geteilten Stadt präsent sind. Doch Moskau will die Westmächte und ihr Militär aus der Stadt herausdrängen, um mehr Macht über ganz Berlin zu gewinnen. Ein Jahr nach dem Mauerbau stehen die Zeichen erneut auf Konfrontation. Im Oktober 62 verbindet beide Inseln die Angst vor dem Atomkrieg. Die Krise beginnt in 20 Kilometern Höhe. Ein US-Aufklärungsflugzeug auf dem Weg nach Kuba. Tausende Fotos entstehen an jenem 14. Oktober 1962. Sie zeigen Stellungen für sowjetische Atomraketen. Längst hegt man im Weißen Haus einen Verdacht, doch der US-Präsident will Beweise. Während die Fotos ausgewertet werden, empfängt John F. Kennedy einen Staatsgast im Weißen Haus. Das junge Staatsoberhaupt gibt vielen Amerikanern neue Hoffnung. Doch seine Gegner werfen ihm vor, er zeige gegenüber Moskau und Havanna zu wenig Härte. Am nächsten Morgen werden dem Präsidenten die Fotos vorgelegt. Für Kennedy und seinen Beraterstab bedrohen die Raketen nicht nur die Vereinigten Staaten. Das internationale militärische Gleichgewicht war gestört, wenn die Sowjetunion über Raketen verfügten, die binnen weniger Minuten Ziele in den USA erreichen konnten. Es ist eine der größten militärischen Geheimoperationen der Geschichte. Hunderte sowjetische Frachtschiffe bringen Rüstungsgüter und Raketen nach Kuba. Lange unentdeckt. Die Operation erfolgte unter größter Geheimhaltung. Es gab weder offenen Schrift- oder Funkverkehr noch Telefongespräche. Nur persönliche Zusammenkünfte. Auf mehreren Routen transportieren die Sowjets seit Juni 62 mit ihren Schiffen Panzer, Flugzeug- und Raketenteile sowie mehr als 40.000 Soldaten nach Kuba. Alles soll nach technischer Hilfe aussehen für Landwirtschaft und Industrie. Nach Schätzungen gäbe es binnen weniger Tage mehr als 2000 nukleare Detonationen in der Mitte Europas. Am Ende, so das Szenario des Warschauer Paktes, würden die westlichen Truppen bis weit nach Frankreich zurückgedrängt. Im Bonner Verteidigungsministerium gab es Befürworter für einen atomaren Erstschlag bei einem drohenden sowjetischen Angriff, um einen solchen Verlauf zu verhindern. In den Szenarien hätten neben den Bündnispartnern auch deutsche gegen deutsche Atomwaffen eingesetzt, in Ost und West. Wir haben dafür gekämpft, das wissen Sie, dass wir atomare Waffenträger kriegen, damit wir gleichrangig bewaffnet sind mit den anderen NATO-Streitkräften. Die Deutschen hätten zielen müssen und hätten auch fliegen müssen mit den Bomben. Ja. Die Deutschen hätten es natürlich dann abgeworfen. Ja. Sowohl NVA als auch Bundeswehr verfügten über Trägerwaffen, die im Kriegsfall mit taktischen Atomsprengköpfen ihrer Vormächte bestückt worden wären und unter deren Aufsicht zum Einsatz kommen sollten. Der in den Planspielen angenommene Kriegsverlauf hätte die Mitte Europas verwüstet. Doch dabei wäre es nicht geblieben. Denn beide Seiten hätten neben den taktischen bald auch strategische Nuklearwaffen zum Einsatz gebracht. Und das bedeutete Angriffe zur Verwüstung des sowjetischen und des amerikanischen Staatsgebiets. Und ziemlich bald hätten sich atomare Strahlung und Krieg über die ganze Welt ausgebreitet. Der US-Plan für den Atomschlag gegen die Sowjetunion sah für jede Stadt mit mehr als 50.000 Einwohnern mindestens einen nuklearen Angriff vor.
und etliche für die Millionenstadt Moskau. Khrushchev weiß, dass der Sowjetunion bei einem nuklearen Krieg die Vernichtung droht und dass sowjetische Raketen auch viele US-Städte zerstören würden. Am Morgen des 28. Oktober sagt er im Kreis seiner Berater: Wir befinden uns Auge in Auge mit der Gefahr eines Atomkriegs. Es ist möglich, dass die ganze Menschheit untergeht. Russland wieder den Hebel bei Berlin ansetzt. Eine Abriegelung und Besetzung Westberlins im Konfliktfall entspricht damals auch Planspielen der Sowjetarmee und der NVA. Ein Szenario für einen Krieg in der Mitte Europas zeigt die Karte des Manövers Burja von 1961. Nach dem gescheiterten Versuch der westlichen Verbündeten, zum blockierten Westberlin durchzubrechen, gehen östliche Truppenverbände in die Offensive. Sie dringen schnell auf westlichem Territorium vor, wo die Gegenwehr nur langsam in Gang kommt. Daraus entstünde eine Lage, in der beide Seiten nach konventionellen Angriffen auch taktische Kernwaffen einsetzen. Nach Schätzungen gäbe es binnen weniger Tage mehr als 2000 nukleare Detonationen in der Mitte Europas. Am Ende, so das Szenario des Warschauer Paktes, würden die westlichen Truppen bis weit nach Frankreich zurückgedrängt. Im Bonner Verteidigungsministerium gab es Befürworter für einen atomaren Erstschlag bei einem drohenden sowjetischen Angriff, um einen solchen Verlauf zu verhindern. In den Szenarien hätten neben den Bündnispartnern auch deutsche gegen deutsche Atomwaffen eingesetzt, in Ost und West. Wir haben dafür gekämpft, das wissen Sie, dass wir atomare Waffenträger kriegen, damit wir gleichrangig bewaffnet sind mit den anderen NATO-Streitkräften. Die Deutschen hätten zielen müssen und hätten auch fliegen müssen mit den Bomben. Ja. Die Deutschen hätten es natürlich dann abgeworfen. Ja. Sowohl NVA als auch Bundeswehr verfügten über Trägerwaffen, die im Kriegsfall mit taktischen Atomsprengköpfen ihrer Vormächte bestückt worden wären und unter deren Aufsicht zum Einsatz kommen sollten. Der in den Planspielen angenommene Kriegsverlauf hätte die Mitte Europas verwüstet. Doch dabei wäre es nicht geblieben. Denn beide Seiten hätten neben den taktischen bald auch strategische Nuklearwaffen zum Einsatz gebracht. Und das bedeutete Angriffe zur Verwüstung des sowjetischen und des amerikanischen Staatsgebiets. Und ziemlich bald hätten sich atomare Strahlung und Krieg über die ganze Welt ausgebreitet. Der US-Plan für den Atomschlag gegen die Sowjetunion sah für jede Stadt mit mehr als 50.000 Einwohnern mindestens einen nuklearen Angriff vor. Und etliche für die Millionenstadt Moskau. Geheimen und gefährlichen Vorgehens mit der Lage in Deutschland und Berlin. Wir waren uns über die Motive Moskaus nicht im Klaren. Es war möglich, dass die Sowjets mit den Raketen auf Kuba von uns Zugeständnisse in West-Berlin erpressen wollten. Auch Adenauer sagt, die Raketen müssen weg. Aber wie? Wie vernichtet man solche Basen? Mit Gewalt? Geht doch gar nicht anders. Jedenfalls nicht nachgeben. Das war Adenauers Einstellung. Der Bonner Kanzler vertritt eine Politik der Stärke gegenüber Moskau. Die USA hätten schon früher Castros Regime stürzen sollen. Die Raketen müsse man, falls die Blockade nicht greife,
notfalls mit Gewalt beseitigen. Man wusste ja gar nicht, was geschieht, wenn die sowjetischen Schiffe auf die amerikanischen treffen. Fliegen dann die Fetzen? Was passiert dann? Das war ja ungewiss. Das war ja alles also hochexplosiv. Die Machtprobe beginnt. Kennedys Armada geht in Position. 60 hochgerüstete Schiffe. Ein einziger Schuss könnte jetzt einen Krieg auslösen. Die Sowjetschiffe näherten sich der Quarantänelinie und es gab keinen Hinweis, dass sie nicht weiter Kurs auf Kuba halten würden. Für die US-Admiräle ist der Fall klar. Sollten sie versuchen, die Linie zu durchbrechen, mussten wir als Erste militärische Gewalt anwenden. Doch Kennedy behält sich den Befehl für jeglichen Waffeneinsatz vor, zum Ärger der Militärs. Unverdächtige Schiffe dürfen passieren. Moskau lässt im Gegenzug die Sowjetfrachter mit Waffen an Bord abdrehen. Ein Signal. Wir haben bewiesen, mit den Schiffen, vor denen ihr Angst habt, werden wir die Blockadelinie nicht durchbrechen. Kennedy hat das begriffen und seinerseits auch einen sowjetischen Öltanker passieren lassen. Ist damit das Risiko gemindert? Die Lage unter Kontrolle? Auch sowjetische U-Boote befinden sich in der Karibik. Khrushchev sagte, wenn die Amerikaner sich wie Piraten verhalten und versuchen, unsere Schiffe anzuhalten und zu durchsuchen,